Hallihallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Tintenreview bei mir hier bei Big Cheese Tintenkiste. Heute geht es nicht primär um ein neues Tintenreview bzw. um eine neue Tinte. Es geht eher, ja, um eine Tinte, die ich bereits schon einmal hatte, die keinen Platz in meinem Herzen gefunden hat, die ich wieder hergegeben habe, die ich aber wieder zurückbekommen habe, weil ich meine Voraussetzungen, Papier auf einem, also Tinte auf einem Papier anzuwenden, sich so ein bisschen verändert haben und ich einfach mal herausfinden wollte, ist die Tinte immer noch so beschissen oder ist sie jetzt besser? Ja, und zwar geht es darum, ich habe Nudlers Apache Sunset ja mal gehabt und habe sie verwendet auf stinknormalem Schreibpapier. War ziemlich enttäuscht, weil sie sehr schnell ausgefranst ist. Sie hatte nicht dieses typische Shading, ne? Dieses schöne rote Shading, was man ihr ja eigentlich so nachsagt. Und ich habe das dann von der Elke Wunsch, der ich dieses Fass oder dieses Fläschlein quasi zugeschickt hatte, weil ich finde, das ist eher so eine Tinte für Kalligrafie. Ich habe ja jetzt das Rhodia-Papier und wollte mal ausprobieren, wie das darauf aussieht. Ich wollte eigentlich nur eine kleine Tintenprobe von ihr haben. Sie hat mir stattdessen das ganze Glas geschickt, ja, und hab dann gleich mal ausprobiert und bin, sagen wir es mal so, die Tinte ist immer noch nicht die aller geilste Tinte, die ich jetzt so finde, was so Shading betrifft und so, weil sie ja auch noch diese negative Eigenschaft hat, dass sie einfach nicht trocknen will. Sie will ums Verrecken nicht trocknen. Also es ist eigentlich eine ideale Tinte für Afrika, sag ich mal. Ja, also eine Tinte, die einfach nicht austrocknet. Da ist immer Feuchtigkeit drin, da ist immer Wasser drin. Und ich wollte jetzt mal so gucken und ein kleines Shootout machen, also so einen kleinen Vergleich mit Pilot Iroshizuku Daikokuten. Das ist ja dieses andere schöne Gelb, was ich von Pilot Iroshizuku hier habe. Eine Sonderedition, Limited Edition Tinte, die mir ganz gut gefällt, muss ich sagen. Und ich wollte mal so gucken, jetzt mal so im Vergleich, wie die beiden jetzt so abschneiden. Ja, und zwar habe ich dafür mir mal so ein schönes Stück Papier genommen von Oxford. Ja, das kennen die meisten von euch. Das ist richtig, richtig gutes, alltagstaugliches Papier von Oxford quasi. Und wo man am besten auch wirklich sehen kann, wie schön eine Tinte ist. Ja, so, und um das mal so gleich zu zeigen, ich habe nur das Apache Sunset hier drinne jetzt in meinem Twisby Eco und will ich jetzt mal so schauen, mit einer breiten Feder, wie das denn darin so aussieht, ja. So, und darum, ich mache jetzt heute keinen großen Zoom, weil ich möchte hier eigentlich mehr so die Tinte zeigen. Twisby Eco mit einer breiten Feder. Und die Tinte, das ist Nudlers. Apache Sunset. Ja, also man kann schon sehen. Okay, jetzt mache ich doch mal bitte lieber mal den Zoom ein bisschen rein. Weil vor allem, was mir auch aufgefallen ist, bei dieser Tinte, wenn man sie aufträgt mit dem Füller, wirkt sie eher gelblich. Ja, also eher halt mehr so gelblich, wie hier so am Rand. Wenn aber die Tinte so ein bisschen ins Papier eingezogen ist und ein bisschen antrocknet, dann wird sie gleich viel dunkler. Also eher so dieses orangene, wofür die Tinte ja eigentlich so bekannt ist, ja. So, und um das jetzt mal so ein bisschen darzustellen, ich habe mal gehört, man soll die Fässer immer ganz gut schütteln, dann würde sich dieser Shading-Effekt noch so ein bisschen besser zeigen, ja. Wie man sieht, es schäumt sehr schön und es riecht herrlich. Also,
Manche von euch, die mögen ja gerne Tinten, die riechen. Das ist zwar keine Dufttinte, dennoch riecht sie. Sie riecht nicht muffig, wie jetzt Sargasso Sea zum Beispiel, aber sie riecht eher süßlich, nach Marzipan, würde ich jetzt sagen, ja. Ich habe es noch nicht probiert, das mache ich auch nicht. Ja, ist, glaube ich, keine gute Idee. Aber jetzt nehme ich mal hier den Q-Tip, tunk den ganz tief in Apache Sunset hinein und mach mal jetzt mal so einen ganz großzügigen Swap hier drauf. Ja. Und um das ein bisschen besser zeigen zu können, auch noch auf dem Rollierpapier, mache ich das jetzt hier auch mal. Ich halte jetzt mal hier so quer und schreibe es jetzt auch mit hier drauf. Twisby Eco mit einer breiten Feder. Ja, und da kann ich jetzt schon direkt sehen, dass ich jetzt hier auf dem Papier bereits ein deutliches Shading sichtbar macht. Ja, ich habe viele Videos gesehen, darunter auch von AZ Lee. Das ist muss ich sagen, ein super Reviewer. Ich meine, er hat keine teure Kameratechnik und sowas, ja, aber der Typ, der hat eine Art und Weise entwickelt, Füller und Tinten zu zeigen, wie es eigentlich nicht besser sein könnte, sollte, dürfte, wie auch immer, ja. Lege ich mich jetzt weit aus dem Fenster, ich weiß, ja, vor allem, weil ich ja auch solche Videos mache. Aber der Vorteil bei ihm ist, er macht die Videos stumm. Ja, also er redet nicht dazu, er erklärt nichts dazu, er zeigt einfach nur, wie der Füller schreibt oder wie die Tinte schreibt. Man kann im Text darunter eingeblendet dann sehen, wie das dann so aussieht und so. Aber ansonsten sagt er nichts. Ja, und das finde ich echt super an dem, ja. So, dann habe ich jetzt hier noch als weiteren Vergleich, suche ich mal jetzt hier zur Seite. Ich mache jetzt erstmal hier nur das Apache Sunset quasi schreibbereit oder so für den Test, bevor ich dann zu Daiko Kuten gehe. So, das ist jetzt hier. Ah, Moment, schreibe ich jetzt vielleicht auch noch mal hier drauf. Oxford 90 Gramm. Das ist hier das Rhodia. So, und das hier natürlich, das ist das Tomoe River. So, natürlich hier schreibe ich dasselbe drauf, klar. Twisby Eco, breite Feder. Nudlers. Apache Sunset. So. Also wie gesagt, ich mache jetzt hier auch noch mal so einen schönen Swap rein. Einmal so. Ich denke jetzt in dem Fall genügt das, oder? Wenn ich jetzt hier so den normalen Swap hier ziehe, weil wenn ich jetzt hier so eine richtig schöne Lache mache, so eine richtige Pfütze, dann seht ihr das Endresultat erst 2022, Silvester zu 2023. Ja, egal. Also, und da ich ja jetzt hier erstmal mit Noodles Apache Sunset hier überall auf diesen drei Papieren fertig gemacht habe, fahre ich jetzt fort mit Pilot Iroshizuku 100th Anniversary. Oh,
Habt ihr gemerkt? Ich kann dieses furchtbare Wort 100th Anniversary Limited Edition besser aussprechen. Ja. Ich habe die Tinte hier drinnen in meinem Pelikan M2000. Ach Quatsch, M2000. Ah, ja, Pelikan, da habe ich euch jetzt was vorgenommen, hä? Scheiße. Ich hoffe jetzt bloß, dass die nicht wirklich noch einen 2000 rausbringen. Pelikan M1000, Lamy 2000, was kommt denn dann? Sailor 3000? Egal. Ich fange hier wieder an, dummes Zeug zu quatschen. Tut mir leid, Leute. Also, Pelikan M200. Ich habe hier eine Mediumfeder drin. Die Tinte ist Pilot Hiroshi Suku 100th Anniversary. Daikokuten. So. Oh, by the way, many greets to America, to my loyal subscriber Donna. Hey Donna, how are you? Are you fine? Okay. So, und jetzt kommt natürlich auch noch der Swap. Ja. Hiroshi Suku schäumt auch schön. Aber es riecht nicht. Ne? Pilot mag keine parfümierten Tinten. Es riecht nicht welche, die nach Weihnachtsgebäck riechen oder so. Also wie auch immer. So, also das wäre dann jetzt hier so der Swap. Noch. Ja. Tommy River. Sorry. Frog, get out of my neck. So. Natürlich, dann kommt das hier auch. Also. Pelikan. M200. With a medium nib. And Pilot. Hiroshi Suku. Hey. 100th Anniversary. Daikokuten. So, jetzt kommt für hier auch der Swap. Man sieht auch schon hier anhand von dem Stäbel, von dem Stäbchen hier, dass das Apache Sunshine Apache. Also dass die beiden Farben irgendwie zwar schon so in dieses Gelbliche gehen, aber dennoch sind es nicht dieselben Tinten. Ja, so von der Farbe her. Denn Daikokuten hat zwar hier auch ein schönes Shading, aber dennoch ballert Apache Sunset doch ein bisschen mehr. So, und jetzt hier noch auf dem Oxford-Papier. So,
Wir sehen auch ein Final Swap. Ja. Okay. Gut. Dann warte ich jetzt mal ganz kurz, bis die Tinte so ein bisschen angetrocknet ist. Ne? Und dann schauen wir uns das Ganze nochmal von weiter oben an, gell? So, Freunde, und wieder zurück bin ich. Back again. Die Tinten, die sind jetzt hier alle getrocknet auf den ganzen Papieren. Und ich muss sagen, also ja, also es kommt definitiv auch auf die Wahl des richtigen Papiers drauf an. Am besten sieht man es jetzt hier wirklich, hier bei Noodlers Apache Sunset, der Unterschied ist echt da, muss ich sagen. Also natürlich hier auf dem Tomoe River Papier, da hat es ein richtig schönes Shading. Ja, ich sage das jetzt mal, ich versuche es zumindest. Ja. Ist auch hier von der Farbe her recht gesättigt. Da das Papier aber doch recht dünn ist, ja, ist es doch ziemlich, es ist ein bisschen wellig geworden, ist zwar jetzt trocken, es hat zwar jetzt nicht 3 Jahre gedauert zum Trocknen, aber naja, also auf jeden Fall, hier ist das Shading zu sehen von Tomoe River. Ja, dann im Vergleich zu dem Oxford 90 Gramm. Sieht man jetzt hier auch. Auch hier kann man schon ein gewisses Shading sehen. Auch von der Farbgebung hier ist es schön satt im Gegensatz zu hier. Also da sieht man schon, wo hier so die Unterschiede sind. Kann das die Kamera einfangen? Ich weiß es nicht. Mal wieder die schönen Lichtverhältnisse. Wie immer. Hier ist es besser verteilt. Hier ist es an den Rändern eher dick. Ja. Und also ich finde, die besten Ergebnisse mit dieser Tinte zumindest kann man erzielen hier auf dem Rhodia-Papier, das Dotpad, ja, weil die Tinte hat sich hier richtig schön gleichmäßig verteilt, hier gerade also am Anfang, wo man am meisten so dieses schattierende Verhalten der Tinte sieht. Echt wunderbar, muss ich sagen, auch in der Schrift. Ja, aber auch bei der Pilot Iroshizuku Tinte, also Daiko Kuten, sieht man auch, dass sie hier auch dieses schöne gleichmäßige Shading vor allem. Also ist ja dieses, was ich meine, dieses gleichmäßige Level an Shading, dass man jetzt hier auf diesem Rhodia Dotpad Papier hat. Bei den anderen beiden Papieren, Tomo River und dem Oxford Papier, man sieht es natürlich auch, aber man sieht hier eindeutig, dass hier das Shading sich eher punktuell gesetzt hat. Es hat sich nicht so schön gleichmäßig verteilt wie auf dem Rhodia Papier, sondern eher so fleckenweise, eher so an manchen Ebenen mehr als weniger. Und hier bei dieser Daiko Kuten Tinte sieht man das sehr schön. Ja. Genauso wie hier auch auf dem Tomoe River. Wobei ich finde, dass man den Unterschied zwischen der Apache Sunset und der Daiko Kuten Tinte gerade auf dem Tomoe River Papier am wenigsten erkennt. Also Unterschied ist da, klar. Aber dennoch, die beiden Tinten sind sich auf diesem Papier am ähnlichsten. Ja, so. Und hier sieht man halt doch schon so eher den Unterschied. Also von daher, ich muss sagen, Noodlers Apache Sunset. Ja. Ist jetzt vielleicht doch eine Tinte, die es durchaus verdient haben könnte, sollte, dürfte. Nochmal eine zweite Chance zu bekommen bei mir. Zumindestens, ich finde, einen Brief schreiben, ja, mit dem Rhodia-Papier. Ich habe dieses Rhodia-Papier, was ich hier verwende, das gibt es ja auch nochmal eine Nummer größer, in einer normalen DIN A4 Größe. Und da lässt sich das absolut super, wunderbar
mit Briefe schreiben halten. Und da ist eine ganze Menge drin. Ja, 3 Ounces, also ich weiß es nicht genau, das ist ja diese amerikanische Maßeinheit. Ich weiß nicht genau, wie viel das ist. Ich vermute mal 50 Milliliter, keine Ahnung. Aber es ist auf jeden Fall unfassbar viel. Unfassbar viel, vor allem weil diese Tinte auch unheimlich flüssig ist. Ja, also das ist, wie gesagt, die ist wie flüssiges Wasser, das nicht verdunstet, so auf die Art, ne? Aber auch, um das ein bisschen schicker, ein bisschen klasser zu machen, besser zu machen, da haben die Japaner mit dieser Daikokuten-Tinte, finde ich, ein gutes Update gemacht zu Noodlers Apache Sunset. Denn diese, die hat jetzt, also Daikokuten hat jetzt nicht so die negativen Eigenschaften, die man jetzt hier der Apache Sunset nachsagt. Eine alltagstaugliche Tinte wird es definitiv immer noch nicht so wirklich sein, aber zumindest fürs Briefeschreiben kann man die durchaus verwenden, finde ich, ja. Und um das Ganze nochmal zu zeigen, auf einer Inkswap-Card, die ich jetzt hier habe, also Noodlers Apache Sunset Pilot Iroshizuku 100th Anniversary Daikokuten, ja, da muss jetzt jeder selbst entscheiden, wozu er lieber greifen möchte. Ich kann mich nicht entscheiden. Also die Daikokuten ist eher alltagstauglicher, weil sie franzt nicht, sie trocknet schneller und hat dennoch, obwohl es ein helleres Gelb ist, ein schönes Shading-Verhalten. Ja. Wobei nur das Apache Sunset zwischen Gelb und einem dunkleren Orange wandelt, je nachdem, wie viel sie shadet. Aber halt eben auf Papier, das jetzt nicht das allerbeste ist, saugt das Papier die Tinte zu schnell auf und man hat weniger Shading-Effekt drin und läuft auch Gefahr, dass es ein bisschen franzt. Muss nicht sein. Okay, Freunde, also, dann glaube ich, bin ich jetzt fürs Erste erstmal wieder durch mit dem Shootout, dem Vergleich zwischen Noodlers Apache Sunset und Pilot Iroshizuku Daikokuten. Ja, a little bit of perfection, please. Ja, okay, gut. Also, wie gesagt, Noodlers Apache Sunset versus Pilot Iroshizuku Daikokuten. So, das war's. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Donna, I hope you enjoyed the video. Bis zum nächsten Review-Runde. Bis bald und ciao.